Beim heutigen Training auf dem Shanghai International Circuit. Es ist hier kurz vor 10 Uhr morgens und wir sollten demnächst die ersten Wagen aus den Garagen kommen sehen. Diese Location ist bei vielen Teams sehr beliebt. Die Strecke ist sowohl für die Fahrer als auch für die Autos äußerst herausfordernd. Die Rennen hier waren bisher immer sehr spannend. Die Strecke ist bei den Fahrern auch wegen des hohen Schwierigkeitsgrads beliebt. Es gibt zwei lange Geraden mit tollen Überholmöglichkeiten und eine sehr komplexe 360-Grad-Kurvenkombination hinter der Start- und Ziellinie. Was für eine tolle Strecke! Max Verstappen hat beim australischen Grand Prix einen neuen Rekord aufgestellt und wird zum jüngsten Formel-1-Fahrer auf dem Grid. Er schlägt damit Alguersuari. Der startete damals mit 19 Jahren und 125 Tagen. Hier sehen wir Verstappens großartiges Potenzial, sonst würde man ihn nicht schon so früh fördern. Ich denke, er wird das in ihn gesetzte Vertrauen heute zurückzahlen. Ja, und damit begrüße ich euch auch recht herzlich hier zum nächsten Rennwochenende aus China. Ich bin mal gespannt, wie wir uns hier abschneiden werden. Ich habe eigentlich gehofft, dass es wir in Bahrain sind, aber es sind gar nicht in Bahrain. Auf jeden Fall, da bin ich gerade überlegen. Ich denke mal, wir nehmen ein Setup, was... Ja, gut, ich denke mal, wir nehmen das mittlere hier einfach. Weil ich bin noch mal zu faul, Setups aus dem Internet vorher rauszusuchen. Weil ich auch ehrlich gesagt gar nicht dran denke. Und, achso, was für Reifen hatten wir jetzt eigentlich? Kuppe, zeigst du mir das nochmal kurz? Ich habe gerade nicht geguckt, welche Reifen. Wir haben die Primes, alles klar. Gut. Fahren wir mal raus. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Okay, mein Renningenieur. Lass mir einfach mal alle ein bisschen rausfahren. Sieht auf jeden Fall schon mal recht geil aus wieder. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt mal wieder natürlich ein bisschen dran gewöhnen jetzt. An Formel 1, schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Natürlich finde ich eure Ratschläge auch ganz gut mit, zum Beispiel, dass ich mit einer Automatikschaltung fahren sollte oder so. Wie gesagt, also ich möchte gerne diese Saison mal probieren, komplett auf die Automatik zu verzichten. Und weil... Das wurde mir ja früher mal so, ja, ich sag mal, ein bisschen angekreidet, dass ich ja eben halt mit zu viel Automatik gefahren bin, aber nie eigentlich manuell. Das lag auch zum Teil auch wirklich daran, dass ich mit der manuellen Steuerung zum Beispiel gar nicht zurechtgekommen bin bei den ganzen Vorgängern von F1. Ich würde eigentlich die Male hier vorbeilassen. Mercedes. Aber ich will jetzt eigentlich in Ruhe mal eine Runde fahren gleich. Aber wenigstens das gut ist, wenn es heute trocken ist, kann ich endlich mal die harten Reifen testen, weil für die, zumindest von euch, die ja das Rennen in Australien geguckt haben, wissen ja, dass ich speziell auf den harten Reifensatz extrem große Probleme hatte. Komplettes Untersteuern und so weiter und so fort. Von daher hoffe ich einfach mal, dass es heute ein bisschen besser läuft. Und ich bin gerade überlegen, ob ich die jetzt hier vorbeilasse noch. Ja, an dem einen Ferrari. Den Männer Marusche. Ich kann auch mal ausmachen. Wir fahren erstmal wieder so, wie wir es früher auch mal gemacht haben. Das war nämlich schon wieder genau das, was ich eigentlich nicht wollte, untersteuern. Da gab ich auch zum Teil daran, dass ich ein bisschen zu schnell in der Kurve drin war. Kann man schon mal sagen, ein sehr nervöses Fahrzeug beim Rausbeschleunigen. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid.
Alles klar, mach das bitte. Malaysia konnten wir wenigstens auch schon mal unsere ersten Punkte holen. Das fand ich sehr schön. Ich hoffe natürlich, dass wir auch hier in China unsere nächsten Punkte holen können. So, und jetzt fahre ich mal auch bewusst ohne DRS. Fahren wir jetzt mal mit DRS. Wir sind jetzt mal noch 5 Sekunden langsamer. Ah, okay, gut. Das war also letzte Runde eher der Eingangskurve ein bisschen zu schnell erwischt. Das Einzige, was ich das gerade ein bisschen schade finde, ist, dass ich keine Zwischenzeiten habe. Also ich. Ja, jetzt habe ich was. Jetzt habe ich den Kurveneingang durch die Männer verpasst, aber komplett. Dadurch da so ein bisschen gehindert beim richtigen Einlenken. Also da gerade selbst versorgt wieder die Runde, aber komplett. Du hängst in allen drei Sektoren hinterher. Aber jetzt habe ich mal endlich eine einigermaßen freie Runde. Meine Arbeit machen lässt, dann komme ich auch in die Box in Ruhe. Das sah auf jeden Fall schon mal besser aus, diese Runde, der Abschnitt hier. Übrigens nochmal eine Verbesserung, ja, 1,446,6. Ja, ist in Ordnung, denke ich mal erstmal. So, gehen wir mal erstmal so zurück in die Garage. Das Einzige, was ich jetzt nochmal ausprobieren könnte, ist, wann jetzt, ich muss mal kurz gucken, wir haben noch 5 Minuten, Session-Info.
Das interessiert mich jetzt mal, wo ich bin. Insgesamt bin ich ganz schön weit hinten, muss ich sagen. 3,8 Sekunden. Sainz hat 3,1. Okay, also im Vergleich zu Sainz ist es gar nicht so schlecht. Sektor 1 sind viel besser. Das Einzige, was ich jetzt nochmal probieren werde, ist... Gehen wir nochmal kurz das Ding. Ich werde mal ein bisschen mehr Topspeed nehmen, mal gucken, ob das klappt. Sei vorsichtig, momentan ist viel los auf der Strecke. So, ich habe mal das jetzt genommen. Und wir werden einfach mal sofort eine fliegende Runde machen. Natürlich jetzt auch mit den gebrauchten Reifen. Noch 10 Kilo Benzin übrig. 10 Kilogramm Benzin. Okay, 10 Kilogramm Benzin noch, alles klar. Finde ich ihn gar nicht hinterher. Aber bloß ein schlechtes Auto. Die Runde sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller aus, finde ich. Oh, what the fuck, Alter. Das verstehe ich zwar jetzt nicht, warum das passiert ist, aber okay, gut. Der Massa fährt auch mit den weicheren Reifen. Ah, okay, gut. Boah, ich trau mir. Das ist. Boah, ich kann. Okay, gut. Okay, gut, da gehen wir in die Box. Oh, ja. Gut, ich würde mal sagen, die Session läuft ewig so ab und. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns wieder zum Qualifying einfach. Und ja, bis dann sage ich mal ciao, ciao und. Bis dann. Hallo, hallo, ja, freue mich auf jeden Fall, dass du es bis hierhin geschafft hast und das bedeutet auf jeden Fall, wenn du es geschafft hast bis hierhin, dass du das Video bis zum Ende gesehen hast und jetzt hier beim neuen Outro bist und ja, oben links findest du das Video vom letzten Mal hier alles vorbeilassen und dann passt das schon. Also, zum Beispiel das Rennen, Qualifying, Training, was auch immer und oben rechts siehst du schon mal einen kleinen Ausschnitt zum nächsten Video, was kommen wird. Und ja, falls es dir auf jeden Fall gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Like von dir freuen. Und falls du noch nicht abonniert hast, dann tust doch einfach, indem du unten im Video auf den Abonnier-Button drückst oder ganz einfach unterhalb des Videos, wo es immer diese Option gibt, zum Abonnieren. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder zum nächsten F1-Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.